Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie zur Vorstellung des Buches Digital Synesthesia, A Model for the Aesthetic of Digital Art heute in das AIL gekommen sind. Ich möchte gleich zu Beginn Gerald Bast, den Rektor der Angewandten, entschuldigen, der heute ursprünglich die Begrüßung vornehmen wollte. Leider ist der Flug, der ihn von Amsterdam nach Wien transportieren hätte sollen, verspätet, zumindest verspätet und so verspätet, dass er nicht zeitgerecht hier sein kann. Kann ja sein, dass er später noch zu uns stößt. Im Namen der Angewandten darf ich Sie daher sehr herzlich willkommen heißen. Ich bin die Leiterin der Abteilung Digitale Kunst, an der das Forschungsprojekt Digital Synesthesia, das dem Buch zugrunde liegt, realisiert wurde. Ich werde Ihnen sehr, sehr kurz das Projekt skizzieren und in der Folge werden Katharina Gsöllpointner und Romana Schuler, die die wissenschaftliche Leitung inne hatten, einige einführende Worte zum Buch bzw. zu Projekt, was immer also hier ineinander zusammenfließt, an Sie richten. Nun, zunächst zum Projekt. Digital Synesthesia war ein internationales künstlerisches Forschungsprojekt. Vielleicht ein kleiner Einschub. Hier im Hintergrund sehen Sie einen Loop von den künstlerischen Arbeiten, wie sie nachher hören werden, präsentiert wurden. Wir haben aber dort noch zwei Monitore, auf denen das gesamte Projekt in all seiner Komplexität in einem Video, in einer Videodokumentation zusammengefasst wurde. Und Sie sind herzlich eingeladen, sich das im Anschluss auch dort etwas näher zu bringen. Natürlich auch das Buch ist hier. Und der Kräuter mit dem Buch ist hier, aber davon werden wir später noch hören. Digital Synesthesia ist ein künstlerisches Forschungsprojekt mit gut dreijähriger Laufzeit, also zuerst zum Projekt, und zwar von März 2013 bis Juni 2016. Das Projekt wurde von der Angewandten getragen und vom FWF Wissenschaftsfonds über dessen PEG-Programm, also das Programm zur Erforschung und Erschließung der Künste, maßgeblich gefördert. Konzipiert und durchgeführt wurde Digital Synesthesia an der Abteilung Digitale Kunst unter meiner künstlerischen Leitung und unter der wissenschaftlichen Leitung von Katharina Gsöllpointner und Romana Schuler. Internationale Kooperationspartner waren Peter Weibel am ZKM Karlsruhe und die School of Creative Media an der City University Hong Kong, in der Person von Jeffrey Shaw, der wie Peter Weibel zu den bekanntesten Pionieren der Medienkunst gehört. Ausgangspunkt von Digital Synesthesia, des Projektes Digital Synesthesia, war die Hypothese, dass die digitale Kunst aufgrund ihrer binären Verfasstheit in der Lage sein müsste, bei den Rezipientinnen besonders ausgeprägte Wahrnehmungen zu ermöglichen. Wahrnehmungen, die auch dahingehend vielschichtig sind, als sie mehrere Sinnesmodalitäten ansprechen. Auf Basis dieser Annahme haben wir einen dynamischen Forschungsprozess initiiert. Beteiligt waren 17 Medienkünstlerinnen und 6 Neurowissenschaftlerinnen sowie mit Katharina Gsöllpointner eine Medientheoretikerin und mit Romana Schuller eine Kunsthistorikerin.
Nach grundlegenden Recherchen stand ein internationaler Call am Beginn des Projekts. Ziel war es, internationale Medienkünstlerinnen zur Einreichung von Projekten einzuladen. Der Call wurde von einer Reihe von, wir nennen sie Supporting Curators, unterstützt, die uns spezielle Künstlerinnen und Künstler zur Einladung vorgeschlagen haben, nämlich für das Projekt relevante oder Künstlerinnen, die eben in diesem Feld, das für uns relevant war oder das wir als relevant erachtet haben, eingeladen haben. Aus 42 Einreichungen hat schließlich das Curatorial Board, bestehend aus Katharina Gsöllpointner, Romana Schuler, Jeffrey Shaw, Peter Weibel und mir, 15 Konzepte von 17 Künstlerinnen ausgewählt, die im Rahmen unseres dreijährigen Forschungsprozesses ausgearbeitet und umgesetzt wurden. Diese entlang der Fragestellungen des Projekts entwickelte Arbeiten sind quasi als Experimentieranordnungen zum Thema digitale Kunst und synästhetische Wahrnehmung das Herzstück von Digital Synesthesia. Während des Produktionsprozesses fanden 2014 und 2015 in Wien zwei transdisziplinäre Workshops für die Projektbeteiligten statt, um im Austausch zwischen Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen nochmals Aspekte der Arbeiten zu vertiefen. Parallel zum künstlerischen Produktions- und Forschungsprozess haben wir zudem Interviews mit den Künstlerinnen zum Verhältnis von digitaler Kunst und synästhetischer Wahrnehmung geführt. Besonders wichtig war uns, die Forschungsergebnisse einem breiten Publikum auch in Ausstellungen zugänglich zu machen. Die erste wurde hier im AIL äußerst erfolgreich im März dieses Jahres gezeigt. Alexandra Graupner hat uns freundlicherweise auch heute wieder die Möglichkeit gegeben, hier im AIL das Buch zu präsentieren. 2 Monate später konnten wir die Arbeiten im Rahmen der ICEA in Hongkong präsentieren. Die jährlich stattfindende ICEA, das ist international stattfindend, immer in einer anderen Stadt, also eine nomadische Veranstaltung. Das ist das International Symposium on Electronic Art, ist eine der bedeutendsten Veranstaltungen zu elektronischer Kunst im Kontext von Technologie und Wissenschaft und wurde heuer maßgeblich von Jeffrey Shaw mitgestaltet. Und in Hongkong waren dann auch in circa, ich glaube, 5 Tagen circa 3000 Besucherinnen, die die Ausstellung gesehen haben. Aber was das wirklich auch für uns sehr überraschende oder beziehungsweise es hat sich tatsächlich eingelöst, es waren vor allem Expertinnen aus Kunst, Technologie und Wissenschaft. Ebenfalls gegen Ende der Laufzeit im April 2016 haben wir mit Unterstützung des Rektors der Angewandten, also Gerald Bast, ein interdisziplinäres Symposium mit einer Reihe von international renommierten Neuro- und Kognitionswissenschaftlerinnen durchgeführt. Die Ergebnisse dieses Symposiums sind ebenfalls, wie die künstlerischen Forschungsprojekte, in die Publikation Digital Synesthesia, A Model for the Aesthetics of Digital Art, die wir heute hier präsentieren, eingeflossen, zu der Katharina Gsöllpointner im Folgenden mehr erzählen bzw. näher darauf eingehen wird. Jetzt muss der Dank kommen. Ich möchte hier nochmal ganz, ganz herzlich mich bzw. uns bei allen bedanken, die dieses Projekt möglich gemacht haben. Ich selbst natürlich bei Katharina Gsöllpointner und Romana Schuler, die Digital
Synästhesia ja mit mir konzipiert und durchgeführt haben. Bei Jeffrey Shaw und Peter Weibel für ihre Kooperationsbereitschaft und ihre Expertisen, aber auch für ihre, wie ich meine, wunderbaren Werke, die sie innerhalb dieses Projektes erarbeitet haben. Das Team der digitalen Kunst hat Zeit und Energie in das Projekt investiert und so mit zu seinem Erfolg beigetragen. Namentlich erwähnen möchte ich an dieser Stelle Wolfgang Viel, der die Ausstellungsarchitekturen verantwortet hat, Martin Kusch, der als Künstler beteiligt war, aber auch maßgeblich am Setting der Ausstellungen mitgewirkt hat, und Gabi Bichler, die sich in bewährter Manier um Koordinationsagenten gekümmert hat. Und wir hören dann noch, vielleicht, es gibt auch draußen dann, das wird die Katharina dann ankündigen, ein Buffet, das sie uns tollerweise mit organisiert hat. Ohne die Unterstützung der Angewandten wäre das Projekt nicht möglich gewesen, wäre auch das Buch nicht möglich gewesen. Aber bezüglich des Projekts möchte ich hier Alexander Damianisch und dem Team von Support Kunst und Forschung danken. Natürlich auch Alexandra Graupner, jetzt rückwirkend, für die tolle Betreuung und natürlich auch für heute. Die abschließende Ausstellung in Hongkong wurde durch die finanzielle Unterstützung der Sektion Kunst und Kultur des BKA ermöglicht. Mein Dank gilt hier der Abteilungsleiterin Gudrun Schreiber sowie deren Stellvertreterin Olga Okunev. Auch die Auslandskulturinstitute in Hongkong bzw. Peking haben uns unterstützt. Claudia Reinbrecht in Hongkong sowie Arnold Obermeier in Peking möchte ich hier aus der Ferne danken, in die Ferne danken. Anja Seipenbusch von der Angewandten und Anja Flössl vom Verlag De Kreuter haben die Entstehung des Buches professionellst und hoch engagiert begleitet. Das Layout stammt von den Grafikerinnen von Graphicum. Allen Ihnen einen herzlichen Dank. Und nicht zuletzt gilt mein spezieller Dank den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern, die sich auf diesen Forschungsprozess mit eingelassen haben. Einen Prozess, der natürlich auch Risiken eines möglichen Scheiterns birgt. Zur Publikation möchte ich nun an Katharina Gsöllpeutner übergeben. Danke. Ja, liebe Ruth Schnell, herzlichen Dank für deine Worte. Eigentlich bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen. Du hast das Wichtigste umrissen dieses Projektes. Ich möchte aber vielleicht doch ein paar Worte noch genauer aufs Buch eingehen. Was Sie hier hinten sehen, ist eine ziemlich persönliche Zusammenstellung dieses dreijährigen Forschungsprozesses, der mit unheimlich vielen Menschen durchgeführt wurde, passiert ist, der einerseits sehr rational, wissenschaftlich gut organisiert passiert ist und andererseits aber auch sehr viele lustvolle und sinnliche Momente hatte. Und daher habe ich mir auch erlaubt, ein paar unterschiedliche Medien da hineinzutun. Also sind sehr professionelle Fotografien dabei, sind aber auch, wie Sie sehen, dann Aufnahmen von gemeinsamen Treffen, Selfies, gemeinsame Essen und so weiter. Und da bin ich dann eigentlich schon wieder in medias res. Das Thema digitale Synästhesie, wie Ruth Schnell zuerst schon gesagt hat, war der Ausgangspunkt unserer Forschungen. Und die Idee war eben, dass nur die digitale Kunst eigentlich so etwas wie synästhetische Wahrnehmungen vermitteln kann, weil sie eben in so vielen Medien gleichzeitig arbeitet und auch Übersetzungsleistungen von einem Medium, also zum Beispiel von Sound in Bild oder von Bewegung in Geräusche oder sogar manchmal in Gerüche produzieren kann.
Wir haben diese Hypothese eben auch stark, also einerseits war es der künstlerisch forschende Schwerpunkt, wo Künstler und Künstlerinnen in ihrer künstlerischen Arbeit dieses Thema sozusagen untersucht haben. Andererseits gab es den trans- und interdisziplinären Ansatz, wo wir eben mit Neurowissenschaftlerinnen zusammengearbeitet haben und beides zusammen sozusagen, also alle Aspekte der wissenschaftlichen, der transdisziplinären und der künstlerischen Forschung zusammen ergaben dann eigentlich auch diesen Prozess und in einer bestimmten Form auch die Ergebnisse. Die Ergebnisse sind einerseits die künstlerischen Arbeiten, wie Ruth Schnell zuerst schon gesagt hat, wie man vorhin auch gesehen hat und wie man gut in diesen beiden Dokumentationen hinten sehen kann. Also die einzelnen 15 Projekte von 18 Künstlern und Künstlerinnen, aber eben auch das Symposium, das also ein Diskursraum natürlich auch war, in dem sich auch viel getan hat, die Interviews und so weiter. Ja, jetzt stellt sich dann natürlich immer die Frage, wie dokumentiert und wie präsentiert und wie sichert man eigentlich auch Ergebnisse oder Zwischenergebnisse von Forschungen. Und ein klassisches Medium ist natürlich das Buch. Deswegen sind wir auch heute hier, weil wir dieses Buch Digital Synesthesia Ihnen vorstellen möchten. Klarerweise kann in diesem Buch nur ein Teil sozusagen der Forschungsergebnisse und des Forschungsprozesses dokumentiert werden. Wir haben uns dennoch bemüht, neben den 15 Arbeiten, die also sowohl durch Bilder als auch durch Texte der Künstler und Künstlerinnen beziehungsweise von Theoretikerinnen, die Künstler eingeladen haben, dokumentiert sind. Und auf der anderen Seite gibt es eben 10 Texte, wissenschaftliche Texte. Dann gibt es auch die Dokumentation der Ausstellung hier im ARL, eine Fotodokumentation. Aber ganz wichtig war uns eben, dass wir auch sozusagen die Thematik der digitalen Synästhesie in der Form, also Inhalt ist gleich Form, oder die Thematik soll sich auch in der Form widerspiegeln, dass das hier möglich ist. Wir haben das dann so umgesetzt, dass wir gesagt haben, ein Buch ist zwar ein klassisches Printmedium, und wodurch zeichnet sich zum Beispiel ein Printmedium im Gegensatz zu einer zu einem digitalen Speichermedium aus? Es spricht ganz andere Sinne an. Ja? Also Bilder, Filme, Videos, Internet ist sozusagen etwas, was vor allem natürlich auch visuell und akustisch funktioniert. Was das Buch darüber hinaus auszeichnet, ist, dass es natürlich ein starkes visuelles Moment hat, das ist bekannt, aber es hat natürlich auch diesen starken haptischen Aspekt. Man kann es angreifen, man kann es drehen, man kann es sozusagen spüren. Und wir haben auch versucht, einen weiteren Sinnesaspekt explizit zu machen, nämlich den der Kinästhesie, also des Bewegungssinnes, der überhaupt ein ganz wichtiger Sinn ist, an den wir auch nicht vielleicht so oft denken. Das heißt, einerseits klar, ein Buch kann man natürlich öffnen und durchblättern, aber in unserem Fall kann man es auch jetzt wirklich lösen, herausnehmen, umdrehen, hier natürlich wieder angreifen und so weiter. Dann ist auch natürlich der Umschlag ganz sichtbar, auch wieder sozusagen ein fast skulpturelles Teil, das man verwenden kann und auch aufstellen kann, wenn man möchte, als kleine Skulptur. Es hat den visuellen Aspekt der Spiegelung und so weiter. Und es zeichnet sich auch dadurch aus, dass Innen und Außen sozusagen immer wieder vermischt wird. Ja. Es sind auch die Kapitelüberschriften und die Kapitel zusammenfassenden Texte sind laufen sozusagen am Buchrücken über verschiedene Seiten, also laufen über mehrere gebundene Seiten weg, sodass man das eigentlich dann auch wieder umdrehen muss und eine andere Seite suchen muss, um den Text weiterlesen zu können. Das Cover ist eine Zusammenstellung aller künstlerischen
Titel, also aller Titel der Kunstwerke und der sogenannten Keywords der theoretischen Texte. Also das ist sozusagen inhaltlich auch noch einmal ein Merging of the Senses, und Ihnen gibt es dann noch einen Überblick über alle Sinne und Sinnesmodalitäten, die wir kennen, die die Forschung im Augenblick kennt und auch ganz stark erforscht, sowie Typen von sogenannter Synästhesie, wie sie auch im Augenblick bekannt sind. Ja, ich möchte mich auch jetzt und muss und möchte das auch wirklich aus ganzem Herzen noch einmal ganz herzlich bedanken bei allen, die am Projekt natürlich beteiligt sind. Das werde ich aber jetzt nicht mehr wiederholen, das hat Ruth schon in unser aller Namen getan. Aber an der Buchproduktion auch noch einmal ganz herzlichen Dank an Gerald Bast, der jetzt nicht hier ist, der mit der Edition Angewandte das ja möglich macht. Anja Seipenbusch, vielen herzlichen Dank für die wirklich sehr professionelle und angenehme Zusammenarbeit. Angela Fössel vom Verlag, vielen herzlichen Dank, war ganz toll, wirklich sehr professionell. Die Übersetzerinnen, die Fotografinnen und so weiter, die Autoren und Autorinnen in Anwesenheit der Künstler und Künstlerinnen, die zum Teil hier sind. Und last but überhaupt nicht least, jetzt noch einmal explizit wirklich bei den Grafikdesignerinnen von Graphicum, die vor allem Brigitte Höfler, die ja meine direkte Ansprechpartnerin war, mit denen es großartig war, zusammenzuarbeiten. Und eure Ideen und euer Input war einfach ganz, ganz toll. Also es war wirklich höchst, höchst erfreulich und eben auch ein sinnliches Erlebnis. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielleicht noch ganz kurz, wie es weitergeht. Romana Schuller wird jetzt noch ein paar Worte auch erzählen und anschließend gibt es dann die Möglichkeit, dass wir, wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen, Erzählungen, bevor wir dann auch zum Buffet, zum synästhetischen Buffet übergehen. Und da möchte ich mich auch schnell anschließen. Gabi Bichler, herzlichen Dank auch für dieses tolle Buffet, dass du uns, wo bist du? dass du uns wieder so toll zur Verfügung gestellt hast und überhaupt für deine Unterstützung während dieser ganzen 3 Jahre. Vielen herzlichen Dank. Herzlich willkommen, Ulla Rauter, die an der Ausstellung teilgenommen hat, als Künstlerin teilgenommen hat. Herzlich willkommen Martin Kusch, der hier ist, Marie-Claude Poulain, die ebenfalls an der Ausstellung als Künstlerinnen bzw. am Projekt in dieser Forschung teilgenommen haben. Und ja, das war es jetzt mal. Jetzt gebe ich an dich. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt eigentlich, wo ich jetzt überall fortsetzen soll. Soll ich beim Dank weiter fortführen oder soll ich das, was ich mir gedacht habe, Ihnen in kurzen Worten sagen? Ich glaube, ich fange mit meinem stichwortartigen, sag mal, Ende dieser Präsentation. Katharina, danke, du hast wunderbar dieses Buch, glaube ich, präsentiert. Ich muss das, glaube ich, dazu gar kein Wort sagen. Danke für die Projektvorstellung auch, Ruth Schnell. Und abschließend eben kurze Bemerkungen über vielleicht am Ende über die Nachhaltigkeit eines solches Projektes, das wir Digital Synästhesie genannt haben. Synästhesie ist eine physiologische und sehr subjektive Sonderform von Wahrnehmung. Digitale Synästhesie ist aber eigentlich das pure Gegenteil. Digitale Synästhesie soll beschreiben, wie mit digitalen Werken oder Medien objektiv, ja, Phänomene der Wahrnehmung erschaffen werden, gesteuert, gelenkt bzw. programmiert werden. Das muss uns klar sein, wenn wir von digitaler Synästhesie sprechen. Wie gesagt, ich möchte 2 Aspekte besonders hervorheben, wann und wie wir diesen Begriff digitale Synästhesie anwenden bzw. relevant werden können oder könnte. Erstens wurde mit dem Projekt auch versucht, ein neuer Begriff in der Kunst- und Medienwissenschaft einzuführen, die das Phänomen der Wahrnehmung in der digitalen Kunst erklären kann, besser erklären kann, erweitern kann. Weil wir können digitale Kunst nur begrenzt mit der klassischen Begrifflichkeit, die uns aus der traditionellen Bildwissenschaft bekannt ist, erklären. Daher wird es oder ist es notwendig, die Technik und
die Wahrnehmungsgeschichte und Forschung hier mit einzubeziehen. Und ich glaube, das ist auch in, kommt auch in diesem Buch, das Sie im Anschluss erwerben dürfen, auch ganz gut nachvollziehen und nachlesen können und auch begreifen können, hoffentlich. Digitale Medienkunst ist eben eine neue Form, um eben zu erklären, sprich auch eine neue Art von Kunstwissenschaft vorzuführen, zu zeigen. Mit dem Forschungsprojekt wurde eben diese Form ansatzweise versucht, mit, wie Katharina und Ruth erklärt haben, Ausstellungen, Präsentationen und schließlich auch mit diesem wunderschönen Buch. Hoffen wir, einen Beitrag geleistet zu haben. Zweitens, ein anderer Aspekt, vielleicht ein mehr ein inhaltlicher, schon bereits auf einen Kontext bezogen, was Digital Synesthesie auch noch relevant sein kann oder ist. Bei der häufig gestellten Frage während der Projektdauer, was ist digitale Synesthesie nun eigentlich? Was macht es zu digitaler Synästhesie? Warum können wir diesen Begriff Synästhesie mit digital verbinden? Da kam neben den künstlerischen Möglichkeiten, Erklärbarkeiten oder Verbesserung einer Art neuen Kunstgeschichte oder Mediengeschichte auch noch eine höchst, würde ich sagen, politische Komponente hinzu. Es ist uns allen bekannt und unbestritten, dass die Massenmedien Gesellschaften beeinflussen können. Wir wissen, dass seit der Entdeckung der Buchdruckerei, ein perfektes Medium, dass Medien nicht neutrale Informationsgeber sind, sondern Agenten für die Verbreitung von Meinungsmachern. Vielleicht ein aktuelles Beispiel aus der Bildungspolitik hier zu erwähnen, Sie vielleicht auch gehört haben oder auch erfahren haben, wird inzwischen diskutiert, dass in der Volksschule Sechsjährige nun mit digitalen Medien unterrichtet werden sollten. Das Lernen wie Lesen und Schreiben nur noch via Bildschirm und Tastatur erfolgen soll. Irgendwann wird die physische Präsenz in der Schule obsolet und möglicherweise auch ganz abgeschafft sein und nur noch von einem Computer beziehungsweise mit der virtuellen Tatenbrille unterrichtet. Um diese Ziele oder diesen Plan perfekt zu gestalten, ist es notwendig, die menschlichen Sinneswahrnehmungen mit Hilfe der digitalen Medien zu erforschen und zu simulieren. Digitale Synästhesie ist deshalb so wesentlich, weil der Mensch im Alltag nicht nur mit einem Sinnesorgan wahrnimmt, sondern mehrere Sinneskanäle gleichzeitig aktiviert werden. Das heißt, Digital Synästhesie führt vor, wie digitale Medien die Sinneswahrnehmungen simulieren, steuern und so auch eine neue, aber jetzt kontrollierte Wirklichkeit erschaffen. Eine kontrollierte Wirklichkeit erschaffen können. Die subjektive und die dann in der Folge die subjektive Urteilskraft kann damit auf Dauer marginalisiert werden. Ich möchte hier jetzt nicht die Cassandra spielen, sondern bloß in aller Kürze auf die Möglichkeiten hinweisen, wie dieser Begriff oder Begriffserweiterung in Kunst- und Medienwissenschaft notwendig erscheint und zusätzlich auch politische Aspekte mit Unterstützung der digitalen Medien, die menschliche Sinneswahrnehmung zu digitalisieren und sie letztlich als eine Tatenmenge zu verwenden. Klarerweise ist es den Kunstschaffenden überlassen, in welchem Kontext sie digitale Synästhesie sehen und bearbeiten. Auf jeden Fall war es ein spannendes Projekt, das viele Implikationen gezeigt und eröffnet hat. Meinen Dank geht ganz besonders an meine Teamkolleginnen Katharina und Ruth, den Künstlern und Künstlerinnen, insbesondere den Anwesenden, ganz herzlich dem Haus und
Ja, ich hoffe, Sie haben einen wunderschönen Abend und genießen den Abend. Dankeschön. Ja, wir möchten jetzt Ihnen die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, Kommentare abzugeben, Ergänzungen. Oder wir gehen gleich dazu über, das wunderbare Buffet von Gabi Bichler zu stürmen und versuchen dann vielleicht noch in Gruppen und in kleineren Konstellationen zu sprechen. Ruth Schnell, Romana Schuller und ich und auch die Künstlerinnen und Künstlerinnen, Künstler und Künstlerinnen sind da. Dann würde ich vorschlagen, machen wir das jetzt und vielleicht noch ganz kurz eine Ergänzung zu den Videos. Danke auch an Christina Krämer, die das jetzt in nächtelanger Arbeit auch noch zusammengeschnitten hat. Und das rechte Video ist von das die Ausstellung in Hongkong zeigt, ist von Thomas Hochwallner. Patricia Reiß, auch dir vielen Dank. Du hast die Ausstellung hier im AEL mitbegleitet und zu ihrer Verwirklichung mitverholfen. Besonders hinweisen möchte ich die komischen, seltsamen Gefäße, die da draußen stehen, mit Rot und Türkis, das sind Zuckerwatten. Das kann man aufmachen und sozusagen als Zuckerwatte, welches wir auch, vielleicht haben Sie es gesehen, in Hongkong hatten wir ebenfalls Zuckerwatte von einem Zuckerwatte-Man. Okay.